Sehr, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Wohnungsunternehmen und des Verbandes Rheinland-Westfalen begrüße ich Sie herzlich hier zum WoWi-Talk, ja einem Auftakt hier in Dortmund, wo wir gemeinsam eben mit Politikern, die uns vertreten, auch im Rahmen der Gestaltung der Bundestagswahl zum Thema Wohnungswirtschaft, was bedarf es hier in Dortmund, wo sehen wir in den Parteiprogrammen eben Ansätze für gute Wohnungspolitik, was möchten wir ändern? Hierzu möchten wir in der nächsten Stunde eben diskutieren hier im Raume. Die Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Wohnungsunternehmen vertritt 77.000 Wohnungen etwa am Standort. Uns zeichnet aus, dass wir eben ja insgesamt 285 Millionen Euro als Gruppe im vergangenen Jahr alleine hier in gutes Wohnen, in bezahlbaren Neubau und werterhaltende Modernisierung investiert haben, wichtiger Auftrag und Arbeitgeber am Standort sind und uns deshalb natürlich für die lokalen Rahmenbedingungen auch hier einsetzen möchten. Und damit wir gute Rahmenbedingungen haben, brauchen wir gute Politik. Und dazu dient der Termin heute. Ich freue mich, dass wir eben aus den unterschiedlichen Parteien Vertreter gewinnen konnten und möchte jetzt zur Diskussion an Herrn Professor Thorsten Bölting, Invis-Geschäftsführer, weitergeben, der uns durch die Diskussion und durch die nächste Stunde führen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Große-Wilde. Da muss ich mich auch selber gar nicht mehr vorstellen. Dankeschön schon mal dafür. Ja, ich habe mich sehr gefreut, hier eingeladen worden zu sein, diese Diskussion zu moderieren. Einmal mit eben hochkarätigen Gästen aus der Wohnungswirtschaft zu meiner Rechten und aus der Politik eben zu meiner Linken. Es geht natürlich um Themen, die alle bewegen, um Klimaschutz, es geht um Bezahlbarkeit, bezahlbares Wohnen, es geht um die Zukunftsfähigkeit von Wohnungsbeständen und auch von Neubauten. Dazu sprechen wir heute eben mit Herrn Große-Wilde, den Sie gerade schon gesehen haben, deshalb fange ich jetzt mal bei ihm an, und Herrn Granicki und Herrn Sehrhardt von der Dortmunder Arbeitsgemeinschaft, die eben unterschiedliche Unternehmen hier vertreten. Herr Richter vom Verband der Rheinisch-Westfälischen Wohnungsunternehmen ist auch hier zu meiner Seite. Und dann an der Seite sehen wir eben Frau Sabine Poschmann, Mitglied des Bundestages von der SPD, eine Dortmunderin, die auch hier in Dortmund angetreten ist oder antritt. Und Wilhelm Hausmann direkt neben mir, CDU-Landtagsmitglied. Dann Herrn Kurt, Markus Kurt von den Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Bundestages seit vielen Jahren. Auch aus Dortmund. Und auch aus Dortmund, genau. Und Steffen Paul, Mitglied des Landtags für die FDP und dort auch Sprecher des Ausschusses für alles Mögliche und unter anderem auch Bauen. Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Und wir haben natürlich verschiedene Fragen vorbereitet. Wir werden also nicht allen jetzt immer die gleichen Fragen stellen, weil das ein bisschen langweilig wäre, sondern wir wollen ja eine Diskussion herstellen zwischen diesen beiden Seiten, wie das hier so ist. Ich muss also viel von links nach rechts gucken, bisschen wie der Schiri beim Tennis sozusagen. Aber das kriegen wir schon gelöst. Und ich würde mit Ihnen, Herr Kurt, gerne anfangen, mit Ihnen einsteigen in die Diskussion. Denn ein großes Thema ist natürlich nicht nur im Wohnungsbau der Klimaschutz. Und ich glaube, das steht außer Frage. Die Partei, die Grünen, stehen in gewisser Weise für dieses Thema seit einiger Zeit, hat man so gehört jedenfalls. Das Thema ist aber in allen Parteiprogrammen eigentlich angekommen. Ich glaube, durch die Bank, praktisch alle Parteien haben dazu Ideen entwickelt. Wie geht das denn jetzt konkret? Sie sind seit vielen Jahren im Bundestag tätig, befassen sich aber auch schon viel länger mit Wohnungspolitik und wohnungspolitischen Fragestellungen. Ihre Partei fordert für den Klimaschutz umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen, unter anderem. Wie soll das konkret aussehen? Was wollen Sie modernisieren? Wer soll das bezahlen? Wie viel soll das kosten? Ja, in der Tat brauchen wir ziemlich große Anstrengungen. Und das Problem ist, es steht einiges in den Parteiprogrammen. Aber passiert ist in den letzten 10 Jahren insbesondere viel, viel, viel zu wenig. Und neben der Landwirtschaft und dem Verkehr ist der Bereich des Wohnens, der selbstgenutzten Wohneigentums, aber gerade auch der Bereich der Wohnungswirtschaft für Mietwohnungen, der, wo wirklich eine Investitionsoffensive her muss. Wir wollen auf jeden Fall die energetischen Standards auch erhöhen, KfW 55 Programme abschaffen und KfW 40 als Standard für den Neubau setzen und sehen, dass wir im Altbau auf KfW 55 kommen. Dabei ist uns natürlich klar, dass das Ganze
nicht geht ohne eine entsprechende Förderung in den meisten Fällen. Und es wird darauf ankommen, dass man nicht überfördert. Das ist ein zentraler Punkt, und dass man also eine Wirtschaftlichkeitsrechnung in die Zukunft macht, Kosten-Nutzen-Rechnung, und dann entsprechend atmend dann die Förderhöhen entsprechend anpasst. Und neben der Gebäudesanierung, der zweite Bereich ist natürlich die Wärmeversorgung selbst, wo man einen, glaube ich, multifaktoriellen Ansatz, also einen Ansatz auf Deutsch gesprochen, der viele verschiedene Wärmeerzeugungen verfolgt, machen muss, wo man verschiedene Sachen auch zusammenführen kann, ob das jetzt Holzheizkraftwerke sind, ob das Nahwärme-, Fernwärmenetze sind. Also ja. Wer zahlt, war ja die Frage, der Steuerzahler sozusagen, oder? Der Investor, der hat davon natürlich auch was, und dann wird es natürlich durch Steuermittel unterstützt werden müssen, weil sonst in vielen Fällen, da werden mir gleich die anderen Herren hier sicherlich beipflichten, das Ganze nicht rentabel und wirtschaftlich zu gestalten ist. Und natürlich kann man auch sagen, wenn es warmmietneutral ist, übernimmt in gewisser Weise der Mieter ja auch einen Teil der Sanierungskosten. Bevor ich das jetzt, die Frage rübergebe sozusagen in die Riege der Praktiker hier auf meiner rechten Seite, noch eine Ergänzung, Thema Bezahlen, Zahlen, wer zahlt eigentlich für den Klimaschutz? Das ist ein großes Thema, Herr Hausmann. Ein Bereich, den das betrifft, war auch die sogenannte CO2-Steuer. Da ist gerade noch eine Einigung, sagen wir mal, naja, gescheitert ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht so ganz zustande gekommen jedenfalls. Die Frage ist eigentlich, wer trägt die Kosten für diese CO2-Steuern, die ja nun nach und nach anfallen? Mieterinnen, Mieter oder eben die Eigentümer von Wohnobjekten? Was ist da passiert? Warum kam es jetzt nicht zu einer Einigung? Wie ist der Stand aktuell? Ja, wir haben, glaube ich, hier das Dilemma, dass zwei Sachen miteinander vermischt worden sind. Und immer wenn man ordnungspolitisch etwas unsauber wird, wie in solchen langen Verhandlungsprozessen, dann gibt es eben am Ende auch so ein Problem des Scheiterns. Das war durchaus absehbar. Denn wir haben ja die Investitionen, und daraus ergeben sich auch die Mieten der Unternehmen, die die Wohnungen betreiben. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Nutzerverhalten und damit den Verbrauch von Energie. Das heißt, das ist das, was der Mieter beeinflussen kann. Wenn wir jetzt anfangen, das überall durchzumischen, dann werden wir uns in Zukunft, sage ich mal, nur noch über plakativen Populismus unterhalten können. Also dieser Weg musste scheitern, und er ist auch gescheitert. Ich will auch, damit wir ein bisschen in Diskussion kommen, vielleicht noch mal eins sagen zum Thema, was die Grünen fordern, noch mehr höhere Anforderungen, höhere Anforderungen, höhere Anforderungen. Wir sehen ja, dass aufgrund dieser hohen Anforderungen eigentlich zu wenig Wohnungen gedämmt werden. Das ist ja eines, wenn ich dieses Level so hoch hänge, dass es technisch schon schwierig und unmöglich wird, fast, dann habe ich da ein Problem mit. Wir sind eher dafür, erstmal diese Viertel ganzheitlich zu betrachten, also auch auf den Energieverbrauch zu gucken, die Anlagentechnik dabei. Das ist ein enormer Punkt, das ist ja auch im jetzigen Energieeinspargesetz in Rechnung getragen worden. Und zum anderen zu gucken, dass wir vielleicht nicht die Anforderungen zu hoch schrauben und damit wieder mehr Wohnungen dämmen. Nur dadurch kriegen wir einen Masseneffekt hin. Okay. Also Sie sagen, das lieber ist, mehr, nicht ganz so viel, genau. Dafür aber eben mehr. Und technisch Wohnungen vertretbar, okay. Schimmelthematik und so weiter, ist, glaube ich, allen Beteiligten hier am Tisch bekannt. Thema. Ja, vielen Dank. Erstmal, jetzt gehe ich tatsächlich mal rüber auf die Seite der Menschen mit den 77.000 Wohnungen hier in Dortmund, allein in Dortmund. Herr Granicki, Sie sind Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsunternehmens hier oder kommunalnahen Wohnungsunternehmens hier in Dortmund, die DOGEWO 21, die einen großen Anteil dieser 77.000 Wohnungen schon alleine hat. Wie würden Sie denn jetzt sagen, das Thema CO2-Steuer ist ja ein bisschen hochgekocht, wenn jetzt das irgendwann wieder auf den Tisch kommt und dann doch die Eigentümer von Wohnungen stärker belastet werden. Was macht das mit der DOGEWO oder einem solchen Unternehmen? Ja, wenn wir über die DOGEWO alleine sprechen, dann macht das für die DOGEWO 1 Million im Jahr aus an Kosten, die auf uns zukommen. Und wenn wir jetzt hören, dass wir 285 Millionen ausgegeben haben in dieser Stadt insgesamt als Gruppe für das Thema Wohnen, dann ist das Geld, was uns wieder fehlen wird, um das in den Bestand zu stecken. Und diese Liste kann man beliebig verlängern, wenn man über andere Deckelungen spricht, Miete, Grundsteuer und so, das sind alles Themen, die uns von der Ertragsseite halt sehr beschäftigen. Und man muss eben zurückweisen, dass unsere Wohnungen sind alle voll in Ordnung und die sind alle voll modernisiert. Und der Status unserer Wohnung ist kein schlechter, weil sonst würden solche Zahlen gar nicht investiert worden sein in der Vergangenheit. Allein für unser Haus, wir haben 350 Millionen Euro in den letzten 10 Jahren investiert. Und das zeigt, dass wir das Thema Klimaschutz nicht vernachlässigt haben. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Nur wir können die Anforderungen, die jetzt gestellt werden, nicht mehr so einfach aus dem Bestand heraus finanzieren. Und wer Forderungen setzt oder Erwartungen hat, der muss auch für die Finanzierung sorgen. Und das ist das große Problem unserer Branche gerade,
dass wir eben da erwarten, dass die Politik endlich dazu beiträgt, das Ganze auch wirklich finanzierbar zu machen. Aber ich bin frohen Mutes, dass die EU das wenigstens erkannt hat und sich ja wenigstens Gedanken darüber gemacht, auch wenn die deutsche Politik das vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat letzte Zeit. Das ist ja auch mal etwas, die Hoffnung auf die EU sozusagen, die das dann möglicherweise in den Angriff nimmt, der Green Deal, der ja mittlerweile in aller Munde ist. Vielen Dank, Herr Granicki, nochmal für die deutliche Einschätzung. So kann es vielleicht nicht funktionieren, so ohne weiteres. Herr Paul, Steffen Paul, Mitglied des Landtags für die FDP hier in Nordrhein-Westfalen und Sprecher des Ausschusses für Heimat, Kommunales Bauen und Wohnen. Ich kenne den Namen auch komplett des Ausschusses, wollte ich. Der ist doch so lang. Also für das zuständige Ministerium, auch im Landtag sozusagen einer der Ansprechpartner. Was hat denn die Landesregierung jetzt hier gemacht? Wir haben ja schon gehört, offenbar muss viel modernisiert werden. Da sind sich ja irgendwie auch alle einig. Klimawandel ist ein Thema, nicht nur, aber auch. Was ist hier in Nordrhein-Westfalen passiert in den letzten Jahren von Seiten der Landesregierung? Und kann man das vielleicht irgendwie übertragen auf den Bund? Ich denke mit Sicherheit, lieber Herr Professor Bölting, es ist gut, dass wir darüber heute hier in Dortmund sprechen, denn in Nordrhein-Westfalen passiert ja schon eine ganze Menge. Da brauchen wir jetzt gar keine neuen Parteiprogramme zur Bundestagswahl. Wir machen einfach das, was erforderlich ist in Nordrhein-Westfalen. Und da geht ja der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit seinen rund 480 Mitgliedsunternehmen, 1,1 Millionen Wohnungen rund, etwa jeder vierte Mieter in Nordrhein-Westfalen wohnt in Wohnungen eines VDW-Unternehmens, geht ja da ganz weit voran und beteiligt sich ja auch an entsprechenden Gesprächsrunden im Land. An der Allianz fürs Wohnen in Nordrhein-Westfalen hat ja entscheidend daran mitgewirkt. Verbandsdirektor Alexander Richter, Herr Große-Wilde, ist einer, der im Land sich sehr kümmert, dass es eine Modernisierungsoffensive als starken Stützpfeiler in der Wohnraumförderung des Landes gibt. Von Jahr zu Jahr aufwachsend. Wir tun ganz konkret was dafür, dass die vielen Immobilienbestände bei uns in Nordrhein-Westfalen, die ja durch den Bombenkrieg in der Nachkriegszeit 50er, 60er, 70er Jahre entstanden sind, dass die modernisiert werden, attraktives, gutes, zeitgemäßes Wohnen bieten und dann eben auch energetisch auf der Höhe sind. Da wird bereits eine ganze Menge für Nordrhein-Westfalen getan. Und ich glaube, das, was wir tun mit der öffentlichen Wohnraumförderung, die ja bundesweit auch ihresgleichen sucht, das kann ein Vorbild sein, auch deutschlandweit. Okay, die Modernisierungsoffensive, Sie haben das angesprochen, das war das Stichwort, das ich natürlich hören wollte, jetzt aus der Landespolitik. Ein Instrument, das hier in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahren erprobt wird. Was das konkret fürs Ruhrgebiet und für Städte wie Dortmund heißt, können mir die Kollegen auf der rechten Seite beantworten, hoffe ich. Herr Große-Wilde, nehmen Sie was mit von dieser Landesinitiative? Bringt das was? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier dort, wo wir sind, im Unionviertel, eine Reihe an Fördergeldern daraus mitgenommen, weil allein hier in dem Quartier sind von uns 55 Millionen Euro investiert. Und da ist ein entsprechender Teil aus der Modernisierungsoffensive unterstützt worden. Wir waren hier eben auch mit den Landespolitikern und haben uns vor Ort die Bedarfe angesehen. Wir haben gesehen, was passt zugeschnitten auf das Quartier und haben hier natürlich eine Mischung aus Klimaschutzthemen. Wir haben hier eine Wohnkomfortsituation, weil hier überall Aufzüge und auch Balkone an die Häuser gesetzt werden mussten. Das heißt, wir nehmen hier eine Menge davon mit und das erleichtert uns natürlich die Modernisierung und die Investition auf so einem hohen und ganzheitlichen Niveau, wie es gerade auch gesagt wurde, dass wir es quartiersweise denken können, weil sonst hätten wir die Volumina nicht dafür. Und uns ist natürlich wichtig, dass die Rahmenbedingungen trotzdem so bleiben, dass wir in unserer Geschäftstätigkeit nicht unnötig eingeengt werden dadurch. Und das gewährleistet die Modernisierungsoffensive, weil sowas, sowohl was Mietpreisbindungen, was Belegungsbindungen angeht, können wir hier in dem Quartier trotzdem noch flexibel agieren. Flexibel im Sinne auch einer optimalen Belegung mit eben entsprechend Dortmunder Bürgern. Das heißt, es geht gar nicht nur um den Klimaschutz, was schon gut genug wäre, sage ich mal, sondern es geht um andere Themen und das wird kombiniert in solchen Quartieren. Genau, es geht um ganz unterschiedliche Denkansätze und Klimaschutz hat natürlich in den letzten Jahren dann in der Dimension gewonnen in dem Gesamtthema. Also ich kann das mal ergänzen. Für manche Quartiere, wir haben ja in Waltrop und in Duisburg auch an der Modernisierungsoffensive teilgenommen, ohne die Mittel und die Rahmenbedingungen, die uns dort geschaffen worden sind durch die Landesregierung,
hätten wir in diesen Quartieren nicht ansatzweise rentabel das durchsetzen können. Und da haben wir eben nicht nur energetische Ziele gehabt, sondern wir haben Barrierearmut in Außenanlagen geschaffen und einen ganz anderen Wohnkomfort für die Menschen, die schon Jahrzehnte in unseren Siedlungen wohnen. Das heißt, das sind solche Programme, wie wir sie im Grunde gerade angesprochen haben, auch Herr Kurz, Sie sagten, also ne, sowas in der Richtung müsste es dann sein, damit das überhaupt funktioniert. Also da sind wir in NRW schon gut aufgestellt. Jetzt komme ich noch mal zu einem, oder mache das Thema noch ein bisschen weiter auf, Frau Poschmann. Sie sind auch Mitglied des Bundestages, Sie sind auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Heimat und Inneres, dann auf Bundesebene sozusagen und in der Lokalpolitik in Dortmund hier auch seit vielen Jahren verwurzelt. Jetzt haben wir schon gehört, das Thema mit der CO2-Steuer ist nicht so ganz glücklich bisher ausgegangen, nicht so, also jedenfalls aus Ihrer Sicht. Nicht so, wie wir uns das vorstellen. Genau. Und, aber es gibt ein anderes Thema, wo die Koalition, die Bundeskoalition noch erfolgreich war jetzt, und zwar das Thema der Lieferung von Strom an Mieterinnen und Mieter. Mieterstrom, Mieterinnenstrom. Was hat es damit auf sich? Wie bewerten Sie das? Was bringt das für Dortmund beispielsweise? Ja, das war ja so ein Baby auch der SPD, der Mieterstrom, dass wir gesagt haben, wir wollen Mieter auch daran beteiligen. Wir wollen gerne eine dezentrale, regenerative Energieerzeugung. Aber ich will mal so sagen, das Projekt ist nicht geflogen. Und das lag daran, dass die Wohnungsbaugesellschaften nicht mitgemacht haben. Und nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie nicht konnten, weil sie sonst nämlich aus der Gewerbesteuerverkürzung rausgekommen wären. Ne? Also das heißt, sie hätten für den Strom Gewerbesteuer zahlen müssen. Ja, nein. Sie hätten, das ist ja so, dass sie eine Gewerbesteuerkürzung bekommen für die Einnahmen an Mieten, die sie haben. Aber es ist darauf begrenzt. Und wenn Sie jetzt ein anderes Feld aufmachen, das braucht jetzt nicht Strom sein, kann auch was anderes sein, kommen Sie automatisch in einem anderen Bereich, müssen Sie auch Gewerbesteuer zahlen. Und deshalb also die Mieteinnahmen. Genau, da haben die Wohnungsbaugesellschaften gesagt, also das können wir ja nicht, ist klar, das machen wir nicht. Und das war so eine große Hürde, die wir jetzt endlich abgebaut haben. Also ich glaube, die Wohnungswirtschaft hat es auch schon seit 10 Jahren so ungefähr gefordert, die SPD auch. Und ich bin so richtig froh, dass das Ding jetzt fliegen kann, weil wir es im Mai jetzt nochmal, also ich will mal sagen, auf letzten Drücker geändert haben und das jetzt möglich ist. Und ich erhoffe mir, nicht nur für Dortmund, sondern auch für Deutschland, dass ganz viele Mieterstromprojekte jetzt auf den Weg gebracht werden. Ich zähle da auch auf Sie. Ich glaube, kann ich auch, weil es ist ja auch was Positives für die Wohnungswirtschaft, für das Wohnungsbauunternehmen, wenn sie halt kriegen eine ganz andere Energieeffizienz auch durch Solarenergie auf den Dächern. Und es ist auch ein Anreiz halt, die Mieter da mitzunehmen in dieser Geschichte. Und von daher glaube ich, zusammen mit der Novellierung des EEG ab Januar 2021 hat es ja auch nochmal positive Änderungen gegeben, dass das jetzt so ein abgerundeter Prozess ist, der auch in Dortmund, glaube ich, ganz viel Mieterstrom, man sagt ja auf die Schiene, aber auf die Dächer bringt. Die Dächer, genau. Es geht also um Solarenergie im Wesentlichen im Moment, ne, die auf Dächern dann erzeugt wird, bei Ihnen zum Beispiel, Herr Serhardt. Ja, also, das jetzt? Also geht das jetzt bis dann ging es ja nicht, Sie haben es richtig gesagt, aber um die ehrgeizigen Klimaziele bis 2045 zu erreichen, werden wir für die Wärmeerzeugung sehr, sehr viel Strom benötigen, grünen Strom. Und den schaffen wir natürlich, sprich mit Sonnenenergie. Und wenn wir dann unsere Dächer mit Photovoltaikanlagen bestückt haben, werden wir natürlich die überschüssige Energie gerne unseren Mietern anbieten. Das schützt auf der einen Seite die Netze, ne? Trägt aber ein Stück weit dazu bei, dass die großen Investitionen auch refinanziert werden können. Wir hätten uns nur in der Wohnungswirtschaft gewünscht, dass man dabei nicht nur das Gesetz gemacht hätte, sondern auch eine Abnahmeverpflichtung für alle Mieter durchgesetzt hätte. Denn dann wäre es auch wirklich planbarer gewesen, wer nimmt daran teil, wer nimmt nicht daran teil. Die Rahmenbedingungen hätten Sie ja festlegen können. Ne? Das ist die Obergrenze, 90% davon. Ne? Und ich glaube, gesamtgesellschaftlich, ich weiß, Liberalisierung ist auch, also gesamtgesellschaftlich müssen wir ein paar Kröten schlucken, wenn wir die Klimaziele gemeinschaftlich erreichen wollen. Aber ich glaube auch, das liegt jetzt an uns, also sowohl an der Politik als auch an den Wohnungsbauunternehmen, das jetzt auch den Mietern schmackhaft zu machen, ne? Also auch ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube schon, dass das auch positiv wirkt, wenn ich die eigene Anlage auf dem Dach habe und davon meinen Strom beziehe. Das ist auch ein Stück Stolz, auch in Richtung Klimaziele, glaube ich, auch für die Mieterinnen und Mieter. Aber mit der Abnahmeverpflichtung hätten wir vielleicht auch die Privatwirtschaft, ne, viel stärker greifen können. Ne?
Das heißt also, Kunden können ja, ich erinnere mich noch dran, früher war das nicht so, da waren wir beim Stromanbieter, den es halt gab. Und irgendwann durfte man sich auswählen aus 498 Millionen verschiedenen Stromanbietern, welchen Strom man kauft. Das darf man weiterhin, auch wenn eine solche Anlage auf dem Dach ist. Das kritisieren Sie, sagen, das ist eigentlich nicht gut, müsste man nachsteuern. Gut, es ist ja bald eine neue Legislaturperiode, was immer da zu verhandeln ist. Eine Frage, wie wäre es denn, wenn Sie die Mieterinnen und Mieter, die das wollen und können, beteiligen an diesen Stromanlagen? Dass Sie sagen, du kannst einen Anteil zeichnen, 500 Euro, und dann beziehst du sozusagen den Strom, wo du die Investitionskosten zum kleinen Teil mit übernommen hast. Eine Genossenschaft auf dem Dach der GmbH, ja, dann sozusagen. Nur eine Frage, also Idee. Also ja, wir werden noch viele Ideen und Geschäftsmodelle entwickeln müssen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das bürokratisch verkomplizieren sollten. Wir müssen zügig zum Ziel kommen. Ne? Und wenn wir jetzt Mieter haben, auch Mieterwechsel an der Stelle, wer geht rein, wer geht raus, wie viel beteiligen sich daran. Also wir machen uns Gedanken darüber, aber sinnvoller wäre eine Abnahmeverpflichtung für die, die dort wohnen, bei denen oben die Energie produziert wird. Das politische Ziel wäre auch erreicht, der Dezentralisierung, weil man ja unbedingt in die Quartiere dezentralisieren will. Und wir haben beispielsweise eine Energie-Plus-Siedlung gebaut, wo der letzte Baustein, der jetzt fehlt, eben diese Mieterstromthematik gewesen wäre. Hätte man das realisiert, zu dem Zeitpunkt ging es eben noch nicht, hätte man es so dezentralisiert, dass man an der Stelle wirklich sagen würde, man hätte eben die Energieerzeugung und die Energienutzung zusammengeführt in eine dezentrale Abnahme. Und das ist eigentlich das politische Ziel, was ja alle haben. Und das sollte man dann an der Stelle im Blick haben. Und wenn man bei Wünschen für die neue Legislaturperiode ist, nutzen Sie allen Strom, den Wohnungsunternehmen und Genossenschaften in ihren Quartieren erzeugen. Im Moment ist es ja nur durch Photovoltaik. Der kann auch durch Blockheizkraftwerke erzeugt werden, mit Pelletsheizungen, mit anderen regenerativen Dingen. Nutzen Sie alles, damit kann Wohnungswirtschaft auch dazu beitragen, die klima- und energiepolitischen Ziele dieses Landes zu erfüllen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Muss es denn nur der Strom sein oder aus der Solaranlage oder kann es auch ein Windkraftwerk sein oder so? Auch die ersten auf den Dächern gibt es ja schon. Aber Thema Energie, ich glaube, wir haben einiges dazu gehört. Wir wissen, also es muss was passieren, da sind sich auch alle einig. Es ist klar geworden, das geht nicht ohne ansprechende Förderprogramme, ohne funktionierende Förderprogramme und mit möglichst wenig Hürden, sage ich mal, in der bürokratischen Ausgestaltung, um das nicht unnötig zu kompliziert zu machen. Herr Richter, Sie haben gerade schon das Wort ergriffen. Ich hätte Sie jetzt als nächstes fragen wollen zum Thema Bezahlbarkeit. Das Ganze, haben wir schon gehört, wird ja jede Menge Geld irgendwie kosten. Die Gesellschaft wird Geld investieren müssen in das Thema Wohnen und Leben, damit wir das nach diesen Standards tun können. Gleichzeitig ist das bezahlbare Wohnen ja in aller Munde. Also es hat es ja in die Tagesschau gebracht und wohin auch immer ein Thema aktuell, über das wir diskutieren. Wie können wir mehr bezahlbare Wohnungen herstellen? Führen Sie es doch mal kurz ein. Was ist da eigentlich los? Wie ist der Stand der Diskussion? Was für Maßnahmen werden diskutiert? Ist ganz Deutschland so wie Berlin? Ja, es gibt ja diesen viel zitierten Satz, dass bezahlbare Wohnen ist die große soziale Frage unserer Zeit. Wir als Wohnungswirtschaft nehmen eben wahr, dass viele dieser Diskussionen stark aus den Debatten des Landes Berlin geprägt werden. Wir hatten vor wenigen Tagen die Nachricht, dass genug Menschen in Berlin eben dafür unterschrieben haben, große Wohnungsunternehmen, auch kirchliche Gesellschaften eben, zu enteignen oder zu vergesellschaften, was aus unserer Sicht sehr viele Fragen aufwirft. Ist das eine kluge Entscheidung, nur die Eigentümerstruktur zu wechseln, möglicherweise sehr große Entschädigungszahlungen leisten zu müssen, für die man vielleicht besser hätte, neue Wohnungen bauen zu können? Und wir haben ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Frühsommer gehabt, eben über dieses Instrument des Berliner Mietendeckels. Da hat es große Widerstände auch aus der Wohnungswirtschaft gegeben. Die Wohnungsgenossenschaften im Land Berlin haben dagegen sogar Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und
In Teilen der Politik war das der Startschuss eben jetzt auch für Forderungen, auch im Bundestagswahlkampf eben, sich für einen bundesweiten Mietenstopp oder Mietendeckel über mehrere, 6 Jahre steht da im Raum, stark zu machen. Und das erfüllt uns schon mit großen Sorgen, weil wir eben glauben, der spezielle Wohnungsmarkt des Landes Berlin ist beileibe nicht Nordrhein-Westfalen und ist auch nicht Dortmund. Und da werben wir für eine partnerschaftlichere Diskussion. Die Unternehmen hier auch in Dortmund stehen eben für ein gutes und ein faires Wohnen, auch miteinander mit der Stadtgesellschaft, der Landes- und Kommunalpolitik. Und das sehen wir im Moment im Land Berlin und bei diesen Instrumenten, Enteignen, Deckeln, einfach nicht gewährleistet. Sie haben ein Reizwort ja fast in den Mund genommen, Mietendeckel sozusagen. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, also mir fallen nur wenige Debatten aus den letzten Jahrzehnten ein, die so leidenschaftlich geführt wurden, ja, also wie um den Mietendeckel tatsächlich. Ich glaube auch nicht nur in der wirklich wohnungswirtschaftlichen Welt, in der Branche Wohnungswirtschaft, sondern Sie haben es gesagt, auch in der allgemeinen Öffentlichkeit wird das diskutiert. Frau Poschmann, der Mietendeckel taucht nicht nur in verschiedenen Wahlprogrammen und verschiedenen Ideen auf, aber eben auch ein Thema, das natürlich in der Sozialdemokratie diskutiert wird. Der Mietendeckel, was soll ein bundesweiter Mietendeckel? Warum brauchen wir den? Was macht er denn jetzt mit einer Stadt wie Dortmund beispielsweise? Also nach unserer Auffassung sollte ein Mietendeckel bundesweit schon Wirkung haben. Aber da, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, also da würde es auch Sinn machen. Wir waren ja gerade bei Berlin, da haben sich die Mieten fast verdoppelt. Und wir waren gerade auch dabei, wer soll das Ganze bezahlen? Und da sagen wir, da kann es nicht nur in Richtung Mieter gehen. Die Wohnungswirtschaft hat gerade gesagt, also sie dürfen es nicht so geißeln, ne? So mit allen Auflagen und dürfen sich daran nicht beteiligen. Aber wir müssen natürlich auf die Mieter, die dürfen wir auch nicht geißeln, ne? Also es kann nicht sein, dass die Mieten halt über ein Drittel, meistens ja sogar die Hälfte schon des Einkommens ausmachen. Und deshalb haben wir gesagt, unser Konzept ist halt deutschlandweit ein Mietendeckel, aber in angespannten Wohnungsorten oder Wohnungslagen. Das kann das Land oder auch die Kommune entscheiden. Aber wir haben das ja auch schon zum Teil definiert, jetzt im Gesetz, was denn ein angespannter Wohnungsmarkt ist. Und zwar da, und da komme ich so auf Dortmund, wo wir eine höhere Mietsteigerung haben als im Bundesdurchschnitt. Das haben wir zum Beispiel in Dortmund nicht. Deshalb käme das nach unserer Auffassung für Dortmund nicht in Frage. Aber in Dortmund haben wir auch ein Problem, weil wir vom Angebot halt nicht mehr die Nachfrage decken können, die da ist. Ja? Also die Leerstandsquote ist ja in deshalb hilft ja nicht der Mietendeckel, ne? Weil wir nicht so hohe Mietsteigerungen haben, aber wir müssen Wohnungen bauen, um mehr Angebot zu schaffen, okay, und dadurch eine Entlastung. Darf ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber lass uns mal einen Moment bei dem Instrument, bei dem ordnungspolitischen Instrument ja auch Mietendeckel bleiben, was ja so diskutiert wird. Ich gebe die Frage mal, jetzt haben wir schon gehört, Dortmund würde dann vielleicht doch keinen kriegen. Bräuchte Dortmund einen, Herr Granicki? Also wir gehen mal davon aus, dass auch die Mieten in Deutschland nirgendwo verdoppelt wurden in der Vergangenheit, weil das gesetzlich gar nicht möglich ist. Von daher ist es also sehr schwierig, mit diesem Argument rüberzukommen. Wenn man von Dortmund ausgeht, die Durchschnittsmieten liegen bei den Wohnungsunternehmen bei 5,85 Euro gerade. Das heißt, wir liegen alle unter 6 Euro und jetzt muss man natürlich auch vergleichen. Also Dortmund ist eine typische Ruhrgebietsstadt wie Bochum und Essen auch. Warum sind die Mieten noch so niedrig hier? Das hängt damit zusammen, dass wir eine Historie haben durch den Bergarbeiterbereich und durch den Stahlbereich. Wir hatten viele Werksarbeiterwohnungsbau hier, der hat die Mieten einfach ganz unten gehalten. Das waren in der Regel Wohnungen, die nach dem ersten Wohnungsbaugesetz hier gebaut wurden in der Stadt. Und deswegen ist die Mietentwicklung relativ langsam gegangen. Wenn die Mieten dann hier in Dortmund in den letzten Jahren um 5% gestiegen sind, dann ist das immer noch nicht viel. Also wir sind hier in einer Situation, wo die Mieten wirklich nicht hoch sind. Wenn wir das mit München, Stuttgart, Hamburg oder so vergleichen, da wird einem als Wohnungswirtschaftler natürlich deutlich, dass wir gar nicht den Investitionsspielraum haben, weil unsere Mieten das gar nicht hergeben. Wir sind gar nicht in der Lage, wirtschaftlich viel zu investieren, weil die Mieten auf einem sehr niedrigen Niveau sind. Und deswegen ist ein Mietendeckel in dieser Stadt völlig unnötig. Eine Neubaumiete in Dortmund bekommen Sie medianmäßig bei 10,85 Euro. Also von daher, das sind Preise, die sind gesund. Die liegen auch im Verhältnis der Einkommen noch ganz normal. Und ich glaube, es gibt kein wirkliches Mietenproblem in dieser Stadt. Da muss ich mal einmal widersprechen kurz,
Weil wir in Dortmund haben wir viele Schwellenhaushalte, ja? Also die sehr niedrig sind. Das ist ja der Unterschied zu München. Ne? Ganz niedriges Einkommen. Und da macht es schon was aus, ob ich jetzt ein paar Prozent mehr Miete zahle oder nicht, auch wenn die Miete sehr niedrig ist. Und deshalb müssen wir schon gucken, dass wir bezahlbaren Wohnungsbau auch hier in Dortmund hinkriegen. Und ich bin mir sicher, aber Frau das kriegen Boschmann, wir auch hin. Bezahlbarer Wohnraum heißt in Dortmund, die Bewilligungsmiete für Förderung Typ A liegt bei 6,40 Euro, für Typ B bei 7,20 Euro. Wir liegen bei 5,75. Also solange wir nicht bei 6,40 oder 7,20 im Schnitt gelandet sind, greift Ihre Argumentation meines Erachtens nicht ganz. Doch, ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Das ist auch ein einfaches Rechenbeispiel. Das kommt ja darauf an, was Sie auch suchen. Also ich habe für meine Mutter jetzt eine barrierefreie Wohnung gesucht. 2 Jahre habe ich gebraucht. Jetzt habe ich also wirklich für Mördergeld eine Wohnung. Das kann sie sich leisten, weil sie vorher ein Häuschen hatte, wo man jetzt auch Mörder viel Geld für kriegt. Aber der das nicht hat, der hat wirklich Schwierigkeiten aber, und um diese Gruppe müssen wir uns kümmern. Ich verstehe das, aber da sind wir wieder bei dem Problem, dass wir eigentlich mehr Wohnungen bräuchten, unterschiedlicher Art, da kommen wir gleich noch drauf. Ganz kurz so eine Ergänzung, es ist ja auch ein reines Rechenbeispiel. Wenn wir gerade über den Klimaschutz reden und sagen, wir möchten den Klimaschutz alle fördern und wir rechnen durch, was bedeutet das für unsere Objekte, dann bedeutet das eine Erhöhung der Miete teilweise um 4 Euro, sage ich mal, durch die Modernisierung. Dann würde ich als Vermieter sagen, klar, ich bin bereit, einen gewissen Teil zu tragen. Ich bin auch mir bewusst darüber, dass der Mieter nicht die 4 Euro komplett übernehmen kann. Wenn es aber politisches Ziel ist, die Kosten da sind, muss man die Rechnung auf den Tisch legen und muss dann über eine entsprechende Förderung nachdenken, um das für alle drei Seiten, politisches Ziel, Mieter und Vermieter, gerecht zu lösen. Und dann sind alle Seiten auch damit einverstanden, nur dem Vermieter den Deckel aufzuzeigen. Der Vermieter würde, Sie haben es ja an den ostdeutschen Beständen und überall gesehen, der würde über mehrere Jahre die Investitionen scheuen müssen, was zu einem Instandhaltungsstau führt, den man nicht so schnell sieht, den man aber nach einigen Jahren sieht. Und dann haben Sie an der Stelle eben das Problem, dass Sie den Wohnwert nicht halten, sondern durch einen Mietendeckel die Qualität des Wohnungsbestandes verschlechtern statt verbessern. Heißt, Sie sagen, der Mietendeckel, würde er so pauschal eingeführt, könnte dazu führen, dass eigentlich notwendige Modernisierungen verzögert, verhindert werden, ähnlich wie Sie es vorhin auch gesprochen haben bei dem Thema. Ich würde gerne noch einmal die Frage in diesem Fall nach links außen geben, was aber nicht so ganz passt, sondern an die FDP, an Herrn Paul. Jetzt Mietendeckel, ordnungspolitisches Instrument, da gehen bei der FDP die Nackenhaare hoch oder ist das okay? Naja, die Nackenhaare nicht, aber ich werde schon unruhig. Also okay. Da teile ich auch die Gemütslage auf der anderen Seite sozusagen unserer Gesprächsrunde bei den Vertretern der Wohnungswirtschaft. Ich finde, man macht da den Mieterinnen und Mietern was vor. Man will etwas Gutes, ja, man will den Mieterinnen und Mietern sagen, gerade den Einkommensschwächeren, ja, wir deckeln das nach oben, ihr werdet jetzt nicht mehr belastet. Aber man verschiebt natürlich die Lasten, nämlich auf die Vermieter. Und das sind ja zum einen erstmal sehr viele private Kleinvermieter, also Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft, die zur Altersvorsorge oder aus anderen privaten Gründen sich noch zusätzliches Wohneigentum neben dem eigengenutzten Haus oder der selbstgenutzten Wohnung zugelegt haben. Und die anderen Mitbürgern, die Wohnung suchen, zur Verfügung stellen. Und das tun die in der Regel auch zu recht fairen Mieten. Und wir sehen bei den privaten Kleinvermietern auch eine sehr moderate Mietpreisentwicklung im Durchschnitt. Und dann besprechen wir das heute bei der Wohnungswirtschaft, die ja nun wirklich die personifizierte Mietpreisbremse bei uns in Nordrhein-Westfalen ist. Wir haben gerade die Miethöhen gehört. Das ist ja sozial sehr fair und gerecht. Da wird sehr knapp kalkuliert. Also ich finde, und da schließe ich ein bisschen an das an, was die Vertreter der Wohnungswirtschaft gesagt haben, wenn man als Politik daherkommt und sagt, gegen eure Kostensituation deckeln wir den Preis für den Wohnraum, den ihr anbietet, dann muss es einen gesellschaftlichen Ausgleich dafür geben. Da gibt es im Übrigen auch gute Ansätze beim Gesamtverband der Wohnungswirtschaft und beim Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen, wie man solche gesellschaftlichen, politischen Ansprüche an Klimaschutz und preisgünstiges Wohnen dann auch durch Steuermittel ausgleichen kann. Da gibt es gute Ansätze, die sollten mal diskutiert werden. So geht man her und will einen Mietendeckel einführen, macht sich aber im Übrigen schlanken Fuß.
Okay, Herr Paul, klare Meinung, klare Haltung dazu. Ich komme gleich auch nochmal auf Sie zu mit dem Thema. Habe aber nochmal eine Frage, weil Sie sprachen das auch an. Das betrifft ja auch sozusagen Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften. Jetzt könnte man ja sagen, Genossenschaften, also mit den Genossenschaften da, die haben doch bestimmt gar kein Problem damit, die Miete zu deckeln. Sie haben es schon angedeutet, Herr Große-Wilde, auch Genossenschaften hätten damit Probleme. Ja, uns alle drei in gleicher Weise, weil wir müssen alle wirtschaftlich rechnen. Jedes Objekt muss für sich sinnvoll sein, weil ansonsten trägt es über eine Quersubventionierung jemand anderes. Und das gilt über das gesamte Portfolio für jeden. Und je mehr ich wirtschaftlich arbeite, je mehr habe ich zur Verfügung, um es auch investiv sozial wieder zur Verfügung zu stellen. Und von daher würde ich an der Stelle keinerlei Unterschiede machen in der Argumentation, weil Herr Granicki und Herr Seert hatten es ja gerade auch angesprochen von den Durchschnittsmieten. Wir sind hier alle eben in einer moderaten Mietpreispolitik am Markt und deshalb, glaube ich, können wir sagen, das ist ein Konsens, der rechtsformunabhängig ist, der natürlich bei Genossenschaften und Genossenschaftsmitgliedern vielleicht besonders intensiv diskutiert wird, in Summe aber uns alle gleichermaßen betrifft. Ich finde das deshalb wichtig, weil immer so ein bisschen, ich merke das auch bei den Studierenden, ne? Immer so, ah, die Genossenschaften, die sind ja sowieso günstig und so und wunderbar. Ne? Deshalb jetzt sehen wir, also auch bei Genossenschaften ist das, also auch den Genossenschaften ist noch nicht gelungen, die Gesetze der BWL auszuhebeln sozusagen. Wir müssen das genauso rechnen. Herr Kurt, Mietendeckel auch ein Thema natürlich, das bei Ihnen diskutiert oder in ähnlicher Form oder in unterschiedlicher Form diskutiert wird, Mieten zu deckeln. Wie wollen wir das denn jetzt zusammenkriegen? Wir haben gerade gehört, wir müssen mehr tun, mehr modernisieren, mehr muss passieren, investieren, gleichzeitig Miete nicht erhöhen, sogar deckeln möglicherweise. Wie kann das gelingen, die Miete zu deckeln, zu begrenzen, die Mietpreissteigerungen zu begrenzen und gleichzeitig Investitionen herzustellen? Wie kriegen wir das hin? Ja, die Frage ist schon ein bisschen tendenziös mit Verlaub, weil sie ja impliziert, dass wenn es keinerlei Mietpreisbegrenzung gäbe, also keine Kappungsgrenzen und so, dass dann die Unternehmen wie wild investieren würden in ihre Bestände. Nein. Ich frage es nur ganz neutral. Das Problem ist ja, ich komme auf Ihre Frage. Das Problem ist ja, man muss ja sehen, wo das herkommt. Es gibt halt sehr unterschiedliche Wohnungsunternehmen. Es gibt sozial verantwortliche Wohnungswirtschaft, so wie hier in dieser Diskussion ich das auch durchaus in Dortmund wahrnehme, die Genossenschaften auch und alles. Aber es gibt eben auch, und das sind dann meistens sehr große börsennotierte Unternehmen oder sehr große Unternehmen, die von Investoren übernommen wurden. Es gibt auch Unternehmen, wir kennen die Namen alle, die die Mieten immer bis zur Grenze erhöht haben und eben nicht investiert haben in ihre Bestände. Oder wenn sie investiert haben, dann in eine Modernisierung, wo sie die Umlage nehmen konnten. Aber die Instandhaltung im Keller wurde trotzdem vernachlässigt. Da gibt es auch Fälle hier aus Dortmund, einer großen Wohnungsgesellschaft, ganz hier in der Nähe, wo Mieter mir berichtet haben, wir sollen jetzt einen Balkon kriegen und alles Mögliche, aber im Keller schimmelt es trotzdem. Und das ist doch das Klima, auf dem diese ganze Mietendeckel-Diskussion sich entwickelt hat. Und in Berlin ist es eben besonders extrem gewesen. Ich habe allerdings auch von Anfang an nichts von so einem Pauschalinstrument gehalten. Das habe ich den Berliner Freundinnen und Freunden auch gesagt. Und die sind auch nicht mit dem Vorschlag in das Bundestagswahlprogramm gekommen, so einen bundesweiten Mietendeckel zu übernehmen. Wir haben ein sehr differenziertes Instrumentarium, was man noch anschärfen könnte und sollte. Könnte ich mit Frau Poschmann zum Beispiel die Mietpreisbremse mir strikter vorstellen, weniger Ausnahmen, dass man die Abstände oberhalb der Vergleichsmiete von 10% auf 5% senkt, die noch zulässig sind. Man kann auch eine Ermächtigungsregelung für Kommunen oder Landesregierungen machen, dass man die Kappungsgrenze bei den jährlichen Mieterhöhungen absenkt in besonders angespannten Gegenden. Das würde übrigens alle die hier vertretenen Unternehmen gar nicht treffen, ja, sondern nur wirklich in diesen Hotspots, der ganz extrem ja auch überhitzten Wohnungsmärkte. Und dann, glaube ich, kann man diese Investitionskostenproblematik in den Griff kriegen. Und damit ja auch mal ein bisschen parteipolitischer Zunder reinkommt, will ich abschließend noch mal kurz zu dieser Fragebeantwortung sagen, was die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
getan hat, um eine differenzierte Antwort auf Mietpreisentwicklung zu verunmöglichen. Mietpreisbremse wurde ausgesetzt, Kappungsgrenze, Kündigungsschutzsperrfrist und die Umwandlungsverordnung. Das sind alles Instrumente gewesen, die Rot-Grün damals in der Landesregierung hatte zur Regulierung des Wohnungsmarktes. Wenn man sowas sinnvoll einsetzt, dann kann man auch eine Diskussion über eine generelle Pauschalmietendeckelgeschichte kann man dann auch vermeiden. Ja gut, okay, ich nehme mit. Also das können wir hier nicht weiter vertiefen, das wird den Rahmen sprengen, aber diese Diskussion hat es natürlich gegeben. Es gab auch Gutachten dazu, mit deren Hilfe man argumentiert hat, sozusagen, dass man das nicht mehr bräuchte. Das wollen wir hier fachlich nicht aufmachen, das Thema. Ich kenne das aber natürlich. Ich würde die Frage aber gerne noch einmal auch an Sie geben, Herr Richter. Wir haben jetzt gerade gehört, sozusagen, nicht alle sollen bestraft und gedeckelt und werden, sondern aber einige doch. Wie halten Sie das also, damit? Wir haben immer deutlich gemacht, wir stehen voll und ganz hinter dem sozialen Mietrecht. Wir wissen genau, und das ist auch ein Stück weit die DNA unserer Verbandsmitglieder, brauche ich Instrumente, um die vielleicht schwächere Seite, Mieterinnen und Mieter, auch zu schützen. Auf der anderen Seite muss das Mietrecht ein Instrument bleiben, mit dem Wohnungsunternehmen und Genossenschaften investieren können. Wir wehren uns einfach gegen diese Pauschalregelungen, wo man über ein ganzes Land hinweg eben deckelt, weil, das ist, glaube ich, deutlich genug geworden, es bedarf auf der anderen Seite auch die Investitionsnotwendigkeiten. Aber wir sind natürlich offen dafür. Wir haben den Dialog mit der alten rot-grünen Landesregierung damals zur Mietpreisbremse, zur Kappungsgrenzenverordnung NRW geführt. Man hat das auf Basis von Gutachten gemacht und hat dann festgestellt, ja, das sind angespannte Wohnungsmärkte. Wir haben als Wohnungswirtschaft klargemacht, wir werden nie bestreiten, dass Köln oder Düsseldorf solche Märkte sind. Und das ist für uns der Weg, zu sagen, finden wir faire Instrumente, aber eben umgekehrt dann auch die Bereitschaft der Landespolitik oder des Bundes zu sagen, aber dann eben mit dieser Zeit, die ich mir über Mietrecht kaufe, auch gleichzeitig mehr Wohnungen zu bauen. Und das ist in Nordrhein-Westfalen sicherlich passiert, auch in Hamburg. Aber wir haben eben auch Länder, und Berlin ist da leider aus meiner Sicht das unrühmliche Beispiel. Die haben erst 2017 überhaupt wieder mit sozialer Wohnraumförderung angefangen. Wenn ich über Jahre keine soziale Wohnung baue, dann zu wenig habe und es dann beklage und sage, dann deckele ich eben einfach diesen Mangel, dann funktioniert das nicht. Also Herr Kurt, Frau Poschmann, wir sind ein fairer Partner, wenn es um das soziale Mietrecht geht. Da finden Sie mit uns auch gemeinsame Lösungen. Aber diese Pauschalvarianten, da wären wir uns. Und Pauschal haben wir ja auch nicht gesagt. Haben wir ausdrücklich auch erklärt. Ja, aber wer waren denn die Profiteure des Mietendeckels in Berlin? Genau die Leute, die Sie vertreten wollten, oder die am Prenzlauer Berg für 14 Euro dort gewohnt haben, teilweise Abgeordnete sind und dann nur noch 10 Euro bezahlen mussten? Also ich vertrete ja nicht die Berliner Landespolitik. Nein, aber da sehen Sie die Auswirkung des Mietendeckels dort. Diejenigen, die einen schwierigen Zugang zum Markt haben, die kommen doch nicht dadurch, dass wir nur 5% über Vergleichsmittel sind, kommen die doch eher zum Zuge, wenn es nicht genügend Wohnungen gibt. Die Anzahl der Wohnungen, das ist das Entscheidende dabei. Und das ist das richtige Stichwort zur rechten Zeit, denn darüber wollen wir auch noch reden, Neubau. So, wir wissen also alle, am Ende müssen wir neu bauen, allein über die Modernisierung wird es nicht funktionieren. Es gibt jede Menge Wohnungen in Deutschland, die sind aber zum Teil an der falschen Stelle, muss man ehrlicherweise so sagen. Wir brauchen also Neubau. Auch Themen wie Barrierefreiheit und so weiter haben Sie angesprochen, ist im Bestand nicht immer alles ohne weiteres zu erledigen. Herr Hausmann, alle Parteien sehen das so, kann man glaube ich sagen. Ich habe jetzt, also bei allen, die hier vertreten sind, habe ich das jedenfalls nachgeschaut. Bei den anderen weiß ich es nicht so genau. Aber alle Parteien sehen einen Neubaubedarf. Ich glaube, das ist auch unstrittig. Wir müssen viele Wohnungen neu bauen. Der Bund hat darauf schon, das war damals auch schon so, vor 4 Jahren war es nicht anders, ne? Der Bund hat damals auch reagiert und gesagt, wir brauchen eine Wohnraumoffensive, die es bis heute gibt, gemeinsam mit in der Koalition ja umgesetzt. Das CDU-CSU-Programm sagt auch, das soll fortgeschrieben werden. Das soll so weitergehen, die Wohnraumoffensive. Offenbar hat es aber ja irgendwie noch nicht gereicht, vermutlich. Was machen wir jetzt in Zukunft anders? Wie bauen wir noch mehr Wohnungen vielleicht? Es hat nicht gereicht und deshalb haben wir ja eben zum Glück über das Thema Wohnraumoffensive gesprochen. Das gehört ja auch mit dazu. Wir dürfen auch nicht die alten Wohnungen verlieren. Also wenn wir über Neubau diskutieren und immer mehr Wohnungen gehen aus dem Markt raus, weil sie überaltert sind, das war ja auch die große Gefahr. Deshalb hat ja unsere Bauministerin da schnell reagiert und diese Wohnungsbauoffensive vorangetrieben, die jetzt auch
ja intensiv wahrgenommen wird. Das beruhigt uns erstmal, das gibt uns Zeit. Also im Land gibt es auch eine, im Bund. Genau. Gibt es eine und wir müssen jetzt aber auf jeden Fall auch dahin gehen und sagen, wir müssen wieder neubaufreundlicher werden. Wir brauchen ein Klima, was grundsätzlich baufreundlicher ist. Viele Städte haben sich in der Diskussion, wir müssen zurückbauen, wir müssen weniger werden. Das war vor 10 Jahren die bestimmte Diskussion. So, und da, ich sag mal, hat man sich darauf gestürzt, zu sagen, naja, eigentlich brauchen wir, unsere Städte sind gebaut, wir sind damit fertig. Und das ist immer noch in vielen Köpfen drin. Das ist in vielen, ich will Ihnen das gerade sagen, das ist in vielen Köpfen drin. Wir haben ja jetzt zum zweiten Mal nachgelegt und die Landesbauordnung sozusagen renoviert, nochmal griffiger gemacht. Da ist Digitalisierung drin, kleinere Abstandsflächen zum Wärmeschutz und. Aber das muss in den Städten auch umgesetzt werden. Und das muss sich in den Köpfen ändern, bei den Bürgermeistern ändern. Wir müssen weg zu einer, ich sag mal, kontrollierenden, bewertenden Verwaltung, sondern zu einer Verwaltung kommen, die Partner der Wohnungsbauenden ist. Und das ist aber der Schritt. Wie konkret kann das denn Schritt gehen? Also ich rede ja mit sehr vielen Kommunen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in Nordrhein-Westfalen. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten 5 Jahren kaum einen Bürgermeister erlebt, der mir gesagt hätte, wir brauchen ja nicht so viel Neubau. Sondern ich habe schon den Eindruck, dass die sagen, ja, wir wollen ja. Warum ja, mit dem nicht? Mund ja, aber mit der Hand. Ach so. Das ist ein Unterschied. Aber wir haben jetzt, ich nehme mal das Beispiel Digitalisierung. Alle beklagen sich Bauanträge, das dauert alles viel zu lange. Erst am Ende taucht irgendwas Hinderliches auf und so weiter und das Ganze geht von vorne los. Digitalisierung heißt, innerhalb von 2 Monaten kann ich den Prozess machen. Das bedeutet Investitionssicherheit. Gerade bei enorm steigenden Baustoffkosten, die wir jetzt gerade haben. Da geht es um zigtausende, die das jeder Tag verändert. Und wir haben eine Verlässlichkeit darin, dass Sie Ihr Bauvorhaben auch wirklich abgestimmt mit allen Gesetzen durchführen können. Also die beiden Punkte, die waren vorher nicht da. Und die sind, ja, jetzt warten Sie, jetzt kommen wir dahin und jetzt können Sie digitalisieren. Das heißt, Sie brauchen weniger Mitarbeiter, die schneller das bearbeiten können. Das heißt, Sie können auch mehr Bauanträge bearbeiten. Die Bauämter haben ja nicht rumgesessen und Däumchen gedreht, sondern sie waren einfach überlastet. Das heißt, man muss die Arbeit vereinfachen. Man muss auch sein lassen, neue Prüfungsschwerpunkte zu suchen. Das ist wichtig, da brauchen wir die Kommunen. Also nicht, wenn wir vom Land was vereinfachen, die sagen, wunderbar, wir haben Zeit, wir prüfen jetzt mal was anderes. Dann kommen wir dahin, auch wieder eine Neubaufreundlichkeit zu kriegen. Okay, Herr Hausmann, ich nehme das mit. Also Digitalisierung kann ein Weg sein, sag ich mal, die Verfahren zu beschleunigen, das Klima weiter voranzutreiben in Richtung Neubau. Ich mache nochmal ein anderes Stichwort rein. Herr Richter, Aufstockung ist auch, also ich kann mich erinnern, vor 2, 3 Jahren gab es mal so ein Gutachten eines Institutes, auch wo von gigantischen Potenzialen plötzlich die Rede war, wie viele Millionen Wohnungen man durch Aufstockung herstellen könnte. Ich habe damals gesagt, unglaublich eigentlich, aber jetzt tut sich ja doch einiges, oder? Ist das ein Thema im Verband, Aufstockung, passiert da was? So kann man ja auch mehr Wohnungen herstellen. Ja, das ist ein wichtiger Beitrag der Wohnungswirtschaft zu diesem Thema, weil wenn ich neue Wohnungen schaffen will, bin ich auch bei der Flächendebatte. Und ein Stück weit streift das auch die Diskussion von ganz am Anfang, Klimawandel, Energiewende. So, also uns ist schon auch bewusst, dass wir mit dem Thema Fläche behutsam umgehen müssen, wir auch nicht irgendwie alles zubauen können. Und gerade hier im Ruhrgebiet, wir haben die großen Wiederaufbauprogramme nach dem Krieg, Herr Granicki hatte das vorhin angesprochen, vielfach sind es 2 Geschosse, oft ein Satteldach. Da war mal früher ein Trockenboden drin, den wir heute so nicht mehr brauchen. Da geht noch was. Wir haben, kennen Sie auch alle, das Abstandsgrün, manchmal stehen da noch die alten Wäschestangen, die wir als Kinder so als Fußballtore benutzt haben. So, da ist Potenzial vorhanden. Das kann man auch mit nachwachsenden Rohstoffen machen, Holzständerbauweise, viele Unternehmen greifen das auf. Auch das Quartier, wo wir hier sind, da passiert ja jetzt aktuell etwas im Thema Nachverdichtung. Aber wir merken eben auch leider, es gibt eine abstrakte Diskussion, wir wollen mehr bezahlbares Wohnen haben, aber wenn das dann in meinem unmittelbaren Quartier passiert, so Nachverdichtung oder Aufstockung, dann muss ich leider sagen, hören wir eben auch von vielen Verbandsmitgliedern, so konkret möchten wir es dann doch nicht haben. Ist das dann der Bürgermeister, der sich da beschwert oder genau, wer? Das war vor den Kommunalwahlen hier in Nordrhein-Westfalen dann auch manchmal der Bürgermeister, der gesagt hat, kommt mit solchen Anträgen wieder, wenn die Wahl durch ist. Aber häufiger sind sie Bezirksvertreter. Aber es sind häufig ist die Kommunalpolitik wirklich unmittelbar vor Ort, wo dann auch so eine Bürgerinitiative eben aufschlägt. Und da würden wir uns als Wohnungswirtschaft dann auch wünschen, wenn wir das machen, dass Politik vor Ort dann auch ein bisschen sagt, ja, dann stehen wir da mit euch so ein Thema. Ja, aber wir sind doch eigentlich am falschen Weg. Also die Diskussion ist ja schön, wenn wir über Digitalisierung reden.
Aber wenn wir über die Baukosten reden, ich glaube, da müssen wir drüber reden. Wir haben die Baukosten seit 2000 um 80% steigen lassen. Das haben nicht wir steigen lassen. Vieles ist durch die Politik entstanden, dass die Baukosten gestiegen sind. Wir haben 1990 5000 Bauvorschriften gehabt. Jetzt haben wir 20.000 Bauvorschriften. Das macht das Bauen teuer. Und Herr Seert hat die Zahl gerade genannt. 6,40 Euro ist die öffentlich geförderte Miete. Wir können aber nur bauen für 11 Euro irgendwas gerade. Also von daher, es wird nicht mehr gebaut werden. Es macht nur jemand, der wirtschaftlich unvernünftig handelt. Herr Niki, das ist ein wichtiger Hinweis. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das immer wieder ja diskutiert wird, auch bundesweit die Deregulierung sozusagen. Ich würde noch einen Moment gerne bei dem Thema Nachverdichtung und auch Bürgerproteste und so weiter bleiben, weil wir das ja auch an verschiedenen Stellen immer wieder hören. Es wird dann was gemacht, es wird aufgestockt, es wird nachverdichtet, es wird was reingebaut. Herr Große-Wild, ist das wirklich so ein Problem? Auch in Dortmund gibt es dann die Bürger-INI, die plötzlich Sturm läuft und sagt, nicht not in my backyard sozusagen? Oder? Ich glaube, dadurch, dass wir recht geschlossen auftreten, hat sich es gedreht. Am Anfang war es wirklich so. Also wir hatten beispielsweise das Problem, dass wir Grundstücke nicht bebauen konnten, weil man gesagt hat, lasst es lieber liegen, damit eben nicht Nachverdichtung zum Nachbarnproblem wird und zum Bürgerproblem wird und zu Protesten führt. Jetzt hat uns die Stadtverwaltung eigentlich zugesichert, dass man das Thema positiv begleiten wird. Wir sitzen ja hier in einem Klassenraum, der ja eine ehemalige Schule darstellt, der in 2 Jahren hoffentlich Wohnraum sein wird. Und das sind Themen, die jetzt eben im Sinne einer Nachverdichtung positiv begleitet werden. Und da erhoffen wir uns natürlich von der Politik auch verbindliche Regelungen, die hinterher dazu führen, dass sowas selbstverständlich eben als Instrument gesehen wird, um eben zu günstigeren Konditionen mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Also ich kann das nur ergänzen. Also wir haben ja den kommunalen Vergleich, weil wir in fast 100 Kommunen unterwegs sind. Dortmund ist, was das angeht, schon ganz gut aufgestellt. Also die unterstützen uns in der Hinsicht auch. Und die Entscheider in dieser Stadt, die wollen auch eine Nachverdichtung haben, die wollen auch eine Dachaufschuppung haben. Das ist aber nicht in jeder Kommune so. Also wir haben auch in vielen Kommunen viel lange mit den Dezernenten diskutiert, teilweise ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, und bis sie uns dann gesagt haben, nee, das ist uns die Bürgerinitiative, macht uns so viel Sorge, bleibt mal weg. Okay, also da sind wir wieder bei dem Klima, was wir irgendwie bräuchten. Aber jetzt würde ich die Frage gerne einmal weitergeben an Herrn Kurt. Herr Kurt, es geht ja hier letztendlich auch um Beteiligung. Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt irgendwo beispielsweise hier um diese Schule herum oder an anderer Stelle wohnen. Das ist auch ein großes Thema, ein Kernthema, glaube ich, der Grünen von jeher. Es ist auch ein Thema bei anderen Parteien mittlerweile. Aber ich frage Sie jetzt mal, wenn das jetzt so ist, wir brauchen also mehr Neubau, wir brauchen Modernisierung, wir brauchen Nachverdichtung, um das Ganze auch ressourcenschonend, ohne Flächenverbrauch, sage ich mal, vielleicht hinzubekommen oder zumindest ein Stück weit. Wie gehen wir denn jetzt, was kann so ein Unternehmen jetzt tun? Also wir haben gehört, in Dortmund geht es irgendwie ganz gut, aber was können Unternehmen tun, um diese Thematik in den Griff zu bekommen? Wie kann man den Leuten das erklären? Ja, ich glaube, dass man solche Dinge wie Nachverdichtung, die wir aus den genannten Gründen tatsächlich auch brauchen, nur hinkriegt im Einvernehmen mit der Bevölkerung, wenn man sowas wie einen Quartiersentwicklungsplan gemeinsam ausbaut. Also dass man über verschiedene Formen, gibt es da ja von Beteiligungsverfahren, auch den Nachbarinnen und Nachbarn zeigt, dass Wohnwertverbesserungen auch für sie damit verbunden sind. Das kann Infrastrukturinvestitionen umfassen, das kann aber auch, wir haben ja über energetische Sanierung gesprochen, das kann, wenn man zum Beispiel die Wärmeversorgung auf ein Nahwärmenetz umstellt, das kann dann bedeuten, dass sie auch eine bessere Energieversorgung haben. Das geht aber natürlich nur, wenn Kommunalpolitik dann in Kooperation diese Quartiersentwicklung mit den Wohnungswirtschaftsunternehmen auch betreibt. Ein Patentrezept, denke ich, gibt es nie, aber das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, indem man eben zusätzlichen Mehrwert nicht nur für diejenigen, die dort hinziehen, sondern auch für diejenigen schafft, die bereits dort wohnen. Ja gut, das heißt also, die Kommunalpolitik ist hier ein Stück weit auch in der Verantwortung, zu moderieren, anzustoßen, zu begleiten. Die Wohnungswirtschaft, haben wir gehört, ist im Grunde bereit und trägt das mit. Ja, wir haben ja das Thema zum Beispiel, wir nehmen mal Barrierefreiheit, war übrigens auch bei meiner Mutter ein Problem, da eine Wohnung zu finden. Und sie musste dann nach Schwerte ziehen, wo das dann auch mein Bruder lebt, genug. Weil da gab es dann endlich eine barrierefreie Wohnung. Ja, es war in Dortmund keine zu kriegen. Es war wirklich unheimlich Schwerte schwierig. Ist ganz schön. Und das ist aber ein Thema, das
viele umtreibt. Ich glaube, auch hier kann man für Mieterinnen und Mieter, wenn man zumindest eine barrierearme Wohnung zum Beispiel auch noch macht, davon überzeugen, dass dann sie auch sehen, mit der Nachverdichtung ist auch was verbunden oder die Nachverdichteten, die Wohnung in der Nachverdichtung, da wird zumindest das Erdgeschoss barrierefrei gemacht, muss ja kein Fahrstuhl da rein. Das heißt, da kann man also ganz interessante Sachen, glaube ich, schon noch entwickeln. Alle Wohnungen, die wir jetzt neu bauen, auch wenn hier daraus Wohnungen werden, die werden barrierefrei. Es geht nicht mehr anders in Nordrhein-Westfalen. Alle Wohnungen, egal ob sie jetzt hier was bauen oder nicht, sie müssen barrierefrei sein. Genau, die Landesbauordnung hier in Nordrhein-Westfalen hat sich ja dahingehend geändert, aber das ist in anderen Bundesländern auch noch ein bisschen anders. Wir reden hier über Dortmund und Schwerte, wie wir jetzt gehört haben, auch Schwerte ist schön. Jetzt ist natürlich die Frage nach Verdichtung, wer soll das jetzt eigentlich alles bauen? Also wir müssen bauen, ganz klar, wir haben Wohnungsunternehmen, die das tun schon an vielen Stellen, die ja große Bauprogramme auch haben, haben wir gerade schon gehört. Jetzt gibt es hier in Dortmund den Ansatz, noch ein weiteres Unternehmen zu gründen, ein kommunales Unternehmen. Frau Borschmann, warum macht man das? Ich meine, es war auch ein Ziel der Bundesüberlegung, steht in der Wohnraumoffensive auch drin, ne? Gründung kommunaler Gesellschaften. Warum in Dortmund eine solche Gesellschaft? Was bringt die jetzt für Dortmund konkret? Also ich will mal sagen, in Dortmund sind wir schon immer, finde ich, der Zeit voraus gewesen. Wir haben Bauland ausgewiesen, als wir das Dortmund-Projekt gestartet haben hier. Da haben das Umfeld angerufen und hat gesagt, was macht ihr da in Dortmund? Seid ihr noch ganz dicht? Habt ihr nichts gehört vom demografischen Wandel? Aber wir haben an uns geglaubt, haben gedacht, wir sind eine wachsende Stadt. Eine wachsende Stadt braucht Wohnraum und deshalb haben wir frühzeitig ausgewiesen. So, und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu sagen, wo können wir Flächen zur Verfügung stellen, die bebaut werden können. Und gerade kommunale Flächen machen natürlich eine Bebauung möglich. Und diese neue Wohnungsbaugesellschaft, genau, ne? Flächen, die der Stadt gehören, im Eigentum der Stadt, um es ganz einfach zu sagen. Und diese neue Wohnungsbaugesellschaft, die gab es ja eigentlich schon, aber als Hülle. Ne? Sie hat nicht so richtig gelebt und jetzt haucht die Stadt ihr Leben ein, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, auf den stadteigenen Flächen Wohnungen zu bauen. Und da haben Sie recht, es gibt natürlich die DOGEWO, aber das ist rechtlich nicht möglich, dass das bei der DOGEWO geht. Und deshalb gibt es diese neue Gesellschaft, die jetzt versucht, günstig zu bauen auf städtischen Flächen. Und da ist natürlich die Frage, ist es jetzt irgendwie eine Konkurrenz zu anderen? Das soll es aber nicht sein, sondern wir haben ja gerade gesagt, wir haben so tatsächliche Lücken für bestimmte Gruppen hier auch. Also einmal bezahlbar, ist klar, aber für Großfamilien, für Menschen mit Behinderung, für Alleinerziehende und auch gerade barrierearme Wohnungen. Und dafür soll diese kommunale Wohnungsbaugesellschaft sein, dass sie tatsächlich ein Angebot für diese Gruppe schafft. Auf den kommunalen Flächen, auf den städtischen Flächen. Und damit sind nicht irgendwelche Verkehrsinseln gemeint, sondern tatsächlich Grundstücke, die die Stadt noch hat im Bestand. Jetzt ist Herr Granicki, musste uns schon verlassen, weil er einen anderen Termin hat. Aber er hatte vorhin auch gesagt, er empfindet das nicht als Konkurrenz. Sie hatten schon dargestellt, das ist halt rechtlich nicht möglich, dass die DOGEWO das in dem Fall selbst macht. Aber Herr Sehrhardt, Herr Große-Wilde, was sagen Sie denn jetzt? Ist das super, dass Sie städtischen Grundstücke jetzt mal eben ratzfatz da rein, könnten Sie da auch bebauen? Also in der Größenordnung, wenn der Stadt das gehört und sie möchte besonderen Wohnraum zur Verfügung stellen, dann soll sie das tun. Wenn die Bevölkerung der Stadt Dortmund davon profitiert, dann ist das okay. Allerdings war ich schon ein bisschen überrascht, dass man neben der DOGEWO, die eine sehr leistungsstarke kommunale Wohnungsgesellschaft ist, ein zweites Unternehmen hier gegründet hat. Die Notwendigkeit habe ich im ersten Schritt nicht gesehen. Aber die DOGEWO hängt ja nicht direkt an der Stadt, also wird es wohl andere Gründe geben, dass man die Gesellschaft gegründet hat, rechtliche Gründe. Das wird in Dortmund funktionieren, weil wenn man auf die Organisation und auf die Ressourcen, Qualität und Erfahrung der DOGEWO zurückgreift. In anderen Kommunen von jetzt auf gleich eine neue Wohnungsgesellschaft zu gründen und zu glauben, ich kann damit Probleme lösen, da habe ich meine ärgsten Bedenken. Wir haben im Jahr 2015 bei der Viva West uns entschieden, dass wir den Neubau massiv ausbauen wollen. Wir hatten aber eine funktionierende Technik. Wir hatten eine sehr leistungsstarke technische Abteilung, haben aber damals etwa 300 Wohnungen lediglich im Jahr gebaut. Mit der Entscheidung, wir wollen deutlich mehr bauen, ne, haben wir 5 Jahre gebraucht, um unsere Maschinerie, unsere Ressourcen, unsere Qualitäten, ne, auf 1000 Wohnungen aufzubauen. Und wie gesagt, wir hatten ein Grundstück. Mir fehlt der Glaube, ne,
dass es gelingen soll, ne, auf der grünen Wiese, ne, bei dem Fachkräftemangel, bei dem Ressourcenmangel, ne, eine Organisation dahinzustellen, die auf einmal besser wirtschaftlicher bauen kann, als wir Profis, die schon jahrelang am Jahrzehnt am Markt sind. Das Wirtschaftliche ist ja auch die Frage, wenn man jetzt sagt, das Grundstück wird eingegeben, reicht das, um ein Projekt im öffentlich geförderten Wohnungsbau dann wirtschaftlich zu machen? Und die Gefahr besteht natürlich, dass hinterher der Steuerzahler dran ist, weil die Frage ist, wie wirtschaftlich schafft man es dann, die Gebäude an der Stelle zu errichten, wenn es kein anderer schaffen kann? Und dann muss es ja über Zuschüsse gehen. Und hier in Dortmund gibt es ja auch bestimmte Auflagen für kommunale Grundstücke, beispielsweise, dass man ohnehin eine 25-prozentige Verpflichtung hat, öffentlich gefördert zu bauen. Und wir sind so lange d'accord damit, solange das nicht tatsächlich zu einer Marktverzerrung führt, weil an der Stelle, wo es dann uns Nachteile gibt, weil wir ja auch als lokale Player hier unterwegs sind, müsste man dann tatsächlich mit der Stadt dann nochmal ins Gespräch gehen, weil im Grunde genommen wir natürlich auf kommunalen Grundstücken, die wir ja auch bebauen, gleiche Rahmenbedingungen haben möchten. Herr Große Wilde, das nehme ich mal auf und würde das mal weitergeben an die FDP, an den Herrn Paul. So Marktverzerrung, da ist so ein weiteres Thema, wo jetzt vielleicht die FDP sagen könnte, um Gottes Willen, was ist da los? Finden vielleicht auch andere schwierig. Herr Paul, Sie haben gehört, in Dortmund ist offenbar, gibt es eine Möglichkeit, das umzusetzen, oder es gibt auch vielleicht keine andere Möglichkeit, diese Flächen so ohne weiteres in kommunaler Hand umzusetzen. Ist vielleicht ein Sonderfall. Dennoch an Sie auch die Frage, ist das ein Thema, kann das ein Thema auch für andere Städte sein, jetzt kommunale Unternehmen zu gründen, die dann mittels Zauberei oder eben guter Kenntnisse und wie auch immer die Wohnungsnot beheben. Wie stehen Sie dazu? Oder gibt es vielleicht andere Ansätze? Frau Hausmann hatte gerade auch schon. Ja. Ja, wir hatten ja gerade die Diskussion am vergangenen Donnerstagvormittag im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wilhelm Hausmann und ich. Und wir haben für Christdemokraten und Freie Demokraten im Landtag deutlich gemacht, dass wir auf die erfahrenen Wohnungsbauunternehmen im Land setzen, die seit Jahren und Jahrzehnten einmal den regionalen Wohnungsmarkt kennen, die Bedürfnisse auch gerade von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die nicht so ein starkes Einkommen haben und die einfach ihre Fachkräfte haben und wissen, wo sie losbauen. Und da brauchen wir keine zusätzliche Konkurrenz zu schaffen. Das ist nämlich schon eine Konkurrenz, beispielsweise um Fördermittel aus der öffentlichen Wohnraumförderung des Landes. Wir haben ja im Land Nordrhein-Westfalen über 1,3 Milliarden Euro Wohnraumfördermittel, so viel wie alle anderen Bundesländer nicht zusammen stehen. Und da ist auch über 1 Milliarde im vergangenen Jahr abgerufen worden, also ein sehr erfolgreiches Förderprogramm. Und dass über 1 Milliarde abgerufen worden ist, Wilhelm Hausmann, das können wir unseren Wohnungsbauunternehmen im Land anrechnen. Die sind richtig gut unterwegs, schaffen faire Mieten, attraktiven, zeitgemäßen, energetisch modernen Wohnraum. Und wir sehen gar keinen Grund, jetzt herzugehen, eine Landeswohnungsbaugesellschaft oder zusätzliche kommunale, also in den Teilregionen des Landes, Wohnungsbaugesellschaften aufzubauen, die unser Land an der Stelle nicht weiterbringen. Da wird man 5 oder 10 Jahre brauchen, damit die überhaupt erstmal loslegen können. Und so viel Zeit haben wir nicht. Okay. Also nehmen wir mit, das Thema wird kontrovers jedenfalls diskutiert. Die Frage ist am Ende, bringt es wirklich so schnell etwas, wie wir das brauchen? Ich mache jetzt nochmal den Bogen zum Schluss auf, sozusagen für das Thema Deregulierung. Herr Hausmann, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist auch im Parteiprogramm der Bundesparteien nicht weiter ausgeführt, glaube ich, aber mit Blick auf das Bauen, aber jedenfalls, es steht drin, die FDP seit längerem dafür. Ich glaube, auch die anderen Parteien haben grundsätzlich nichts dagegen, Dinge zu vereinfachen. Die Frage ist jetzt nur, was muss denn einfacher werden? Also wo hängt es denn ganz konkret? Wo knirscht es eigentlich? Wo klemmt es? Wir haben schon gehört, die Digitalisierung, ne, die Bauanträge gehen zu langsam. Okay, gibt es noch mehr Punkte, wo Sie sagen, das ist so kompliziert, kein Mensch hat da Bock drauf? Im Wesentlichen geht es um Koordination und Zeitersparnisse auch. Und wir hatten ja hier das Instrument der Wohnungsbaukoordination in Dortmund ins Leben gerufen. Und das ist eine Sache, die auch abgestimmt eingeführt wurde. Und hier gilt es jetzt in der Praxis dann auch, die Wohnungsbaukoordinatoren mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten, dass die auch entscheiden können in dem Zusammenhang und
es tatsächlich zu einer Vereinfachung führt. Das heißt also, das wäre ein wesentliches Instrument. Ja, Sie gehen ja mit einem, ich sag mal, Wohnumfeldkonzept sowohl zum Grünflächenamt als auch zum Tiefbauamt. Sie klappern da ja verschiedene Institutionen ab und holen sich das okay, müssen immer wieder neu ihre Pläne erklären und dann würde so eine Wohnungsbaukoordination an der Stelle natürlich bündeln können, würde die Leute an einen Tisch holen und sie erzählen die Thematik nur einmal. Und das ist ein Instrument, was gemeinsam mit der Stadt und der ADW ins Leben gerufen wurde. Und das müssen wir jetzt eben leben, sag ich mal. Also das heißt, mit Kompetenzen ausstatten, in die Projekte reinholen. Das wäre ein Aspekt, um Formalismus zu vermeiden an vielen Stellen. Es wäre natürlich auch gut, verpflichtende Fristen. X Tage, X Wochen. Das haben wir drin. Ja. Aber und das muss auch gelebt werden. Auch nicht eine Woche, bevor man eigentlich die Frist abgelaufen ist, nochmal nachlegt. Ne? Das fehlt uns noch, das fehlt uns noch. Aber ich sehe einen weiteren Punkt, der den Bauämtern schon Probleme bereitet. Und was man uns spiegelt, ist der Fachkräftemangel. Ne? Die haben vielfach wirklich kein Personal mehr da, weil Deutschland ist zu Ende gebaut, ne? Man hat alles zurückgefahren, ne? Und jetzt wieder hochzufahren, fällt vielen Kommunen sehr, sehr schwer. Bei leerem Markt, leerer Fachkräftemarkt, also kann man die einfach nicht hochfahren. Sie kriegen die Leute einfach nicht. Es gibt ja keine Leute, ja gut, was machen wir dann? Also andere Leute finden oder die Dinge weiter vereinfachen? Weiter vereinfachen ist ein Weg. Ich muss mich darauf beschränken, elementare Sachen zu prüfen und Doppelarbeiten vermeiden. Also wenn ich zum Beispiel einen Bebauungsplan habe, bis das Haus steht, ist dreimal das Regenwasser, die Regenwasserversicherung beantragt worden. Ne, ist zweimal ein Bodengutachter da reingestellt. Also wir geben teure Ingenieurleistungen immer wiederholt, immer nochmal im gesamten Prozess vom Bebauungsplan, vom Flächennutzungsplan bis zum Baukörper aus. So, das könnte man ja, wenn das einmal in einer digitalen Datenbank drin ist, ist es allgemein nutzbar und fertig. Ich glaube, das ist vielleicht ein schönes, fast zusammenfassendes Schlusswort. Kaum jemand wird vielleicht was dagegen haben, Dinge zu vereinfachen. Wir haben viel diskutiert über das klimatisch, über die Klimaziele, die wir verfolgen, wo wir gesagt haben, wir müssen da was tun, da muss was passieren. Es gibt unterschiedliche Ansätze dazu, wie man da hinkommen könnte. Aber ich glaube doch, in einer ganz lebhaften Diskussion konnten wir zumindest einige Argumente austauschen. Frau Poschmann, meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die rege Teilnahme hier im WoWi-Talk. Ich danke Ihnen natürlich, Herr Große-Wilde, Herr Richter, dass Sie das möglich gemacht haben und eben hierzu eingeladen haben. Herzlichen Dank. Ja, vielleicht auch noch von meiner Seite herzlichen Dank, Herr Bölting, für die Moderation. Ich fand es sehr stringent, also wir sind gut in der Zeit. Wir haben viel geklärt dafür, dass wir so ein großer Kreis sind, muss man ja auch mal sagen, dass wir so viele Themen angerissen haben. Also ich denke, bei allen ist auf jeden Fall zum Ausdruck gekommen, wie wichtig das Thema Wohnen ist. In allen Parteien hat es einen hohen Stellenwert. Die Praxis bietet sich hier an, immer ins Gespräch zu kommen. Also verstehen Sie diese Veranstaltung hier als permanenten Dialog oder als Angebot dessen zumindest. Und ja, ich glaube, der Verband, der uns an der Stelle in beide Richtungen berät, kann ähnlich wie eine Stadt im Rahmen der Rahmenbedingungen wichtige Hilfestellung leisten, damit eben Politik dann auch für die Praxis nutzbar gemacht wird und zwar so nutzbar, wie wir es haben wollen. Vielen Dank.